Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, die allererste Folge Planet Zoo im Jahr 2022. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. So, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen planlos. Ich weiß tatsächlich gerade noch gar nicht genau, welches Thema ich heute aufgreifen möchte, welches Thema ich heute hier machen möchte, was ich tun will. Weil hier sind wir eigentlich jetzt schon relativ weit mit den Feuersalamandern. Ich wollte ja noch gucken, ob wir hier bei Bao vielleicht noch so eine Feuersalamander-Form haben oder so. Ja, wir könnten selber welche basteln, aber das ist mir ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu frickelig. Was ist das denn hier? Aquatisch, Skulptur, Ping. Ach so, okay. Okay. Hier eine Lampe wollte ich hier ganz gern noch hin haben. Arktis. Europäisch Deckenlampe-Kabel. Ja, gut. Ja gut, das sind halt so die Klassiker, ne? Die hier gehen immer. Ich finde, die passt auch hierzu, zu dem schmiedeeisernen Tisch. Das passt schon. Okay, ja, guck mal. Haben wir sogar. Das sieht aber garstig aus. Nee, das mag ich nicht. Das gefällt mir alles nicht, Leute. Ist alles nicht so meins. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Blockweg, Breite. 7 Meter ist ein bisschen sehr breit. Aber ich glaube, so mit 6 Meter würde ich schon weitermachen wollen. Ich überlege gerade, vielleicht würde ich hier Dachse hinmachen. Hier so hin, das fände ich eigentlich ganz cool sogar. Hier der Hauptweg, den lassen wir breiter. Und den möchte ich auch bitte gerade ausgerichtet lassen. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier genau mache. Ich baue jetzt einfach mal ganz kreativ den Weg hier. Das ist schon echt sehr kreativ. Ich glaube, größer braucht das Gehege für die Dachse gar nicht zu werden. Ich meine, so riesengroß sind die nun auch nicht. Also man darf das nicht unterschätzen. Dachse sind jetzt auch keine Winzlinge. Das nicht, versteht mich nicht falsch. Also das will ich damit nicht sagen, aber das sind jetzt halt auch keine Riesenviecher. Ja, das mache ich wieder anders. Das mache ich wieder mit der Betonwand. Und ich brauche kürzere Wandelemente. Oh.
Okay, hier kann ich jetzt eine längere Kurve machen. Nee, das gefällt mir so nicht. Vielleicht noch etwas länger. Jetzt wieder kürzer. Ich weiß, dass es dafür auch Tastenkürzel gibt. Ich weiß sie nur gerade einfach nicht mehr. Ich kenne sie nicht mehr. So. Gut. Jetzt werde ich wieder basteln. Barriere bearbeiten. Da will ich hin. Die möchte ich wieder so machen. Die finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde, die passt hier in den europäischen Bereich eigentlich recht gut rein. Den hölzernen Gehegeeingang, den machen wir dahin. Da brauche ich jetzt eigentlich auch keinen Mitarbeiterweg hinzumachen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, Quatsch. Die hier, die können wir kopieren. So. Und ich würde sagen, ansonsten können wir hier eigentlich auch wieder ziemlich überall Glas machen. Da kann man dann halt schön reingucken. Das ist schon von Vorteil, finde ich. Für die Besucher. So, ich würde das Gelände so ein bisschen aufrauen wollen. Also die brauchen ja auch so einen Bau. Das heißt, ich würde hier in der Mitte, das würde ich so ein bisschen auch erhöhen. Wird hier auch unterirdisch. Würde ich hier so eine kleine Höhle reinbauen wollen. Auch wenn die haben ja auch so als Rückzugsmöglichkeiten diesen Bau. Aber hier kann man ja nur auch schon ein bisschen was basteln noch. Dann haben wir denn hier den Durchbruch, Leute. Der Durchbruch. Wo ist er? Ach, da ist er. So, dann können wir hier nämlich auch... Oh! Ein Alpensteinbock wird sich paaren. Das ist cool. Guck mal, dann können wir hier nämlich auch so ein bisschen so einen kleinen Rückzugsort noch reinmachen. Das wird die bestimmt freuen, die Dachse. Glaube ich schon. Hoffe ich zumindest. Nee, nicht ganz so groß. Was? Oh, verdammt. Ich habe den Dachsbau geflutet. Nee, das will ich doch gar nicht. Eigentlich auch schon fast zu groß. Naja gut, das sollte aber reichen. Das passt schon, denke ich.
denke, das passt schon. Da müssen wir nur mal noch gucken, was ein Dachs so alles will. Was ich jetzt hier als erstes aber, wie gesagt, schon mal reinmache. Also ich werde jetzt hier erstmal Gelände. Ich werde jetzt erstmal hier innen drin den Boden anstreichen. Oh, irgendwie bin ich gerade kurz rausgeflogen. So, dann mache ich nämlich jetzt Erde rein. Das passt hier in so einem Dachsbau, passt das viel besser als langes Gras. Ich meine, wo unter der Erde wächst bitte langes Gras? Das lange Gras können wir eigentlich schon mal fast wieder überall mähen. Da beschweren die sich dann hinterher sowieso wieder drüber. So viel langes Gras, das will ich doch gar nicht, das habe ich nicht bestellt, das geht retour. Ich bin ein Mäkel, ich wollte gerade sagen ein Mäkelmarder. Ich bin ein Mäkel, Mäkeldachs, ich bin ein Allmann. So. Und jetzt, ihr Lieben, Unterschlupf. Jetzt wird hier gebastelt. Guck mal da. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ja komm, das reicht doch auch so, oder nicht? Ich tatsächlich noch ein kleines bisschen tiefer hier so in die Ecke rein. Jetzt regnest du auch wieder rein. Nee, so tief darf ich das gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Wie es vorher war, das war, glaube ich, ganz gut so. Ja, das ist jetzt halt so. Dann ist es jetzt halt so und... Ich würde hier den Eingang noch ein bisschen zumachen. Ich denke, so fühlen die sich dann damit ganz wohl, oder? Ich meine, bei dem Schiedwetter hier fühlt sich wahrscheinlich niemand so richtig wohl. Aber gut, hier drin, hier kommt ja nichts durch. Da muss es schon etwas längere Zeit regnen, damit das dann durch die Decke tropft. Okay, Leute. Das war's jetzt aber erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Also unser großer Dachsbau Marke Eigenbau ist schon mal fertig. Die kriegen aber auch noch ihre kleinen Baue und dann können wir das auch mal noch starten, diese Sache mit der Webcam im Dachsbau. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann funktioniert, muss ich sagen. Gut, ihr Lieben, das war's dann für heute mit Planet Zoo. Nächste Woche geht's dann weiter, Mensch, dann ist schon wieder die erste Arbeitswoche für mich. Dann ist der Weihnachtsurlaub schon wieder rum. Aber zum Glück geht's Anfang Februar dann in 2 Wochen Urlaub und in Richtung eines exotischen Gebietes. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen Inspiration für Planet Zoo mitnehmen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen, von daher tschö mit Ö bis nächste Woche. Tschüss! I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing.